Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst stammt 2 Wochen Reflexion vom 5.9. bis 11.9.1994. Am Montag konnte ich meinen Blaumann ablegen. In der laufenden Woche wurde mir klar, was ich mit den Regelverstößen weggemacht hatte. Während des Blaumanns wurde es mir nicht bewusst, weil ich durch die Arbeit abgelenkt wurde. Ich habe noch immer starke Gefühle für Michaela und es tut mir natürlich weh, dass sie keine Beziehung mit mir eingehen will. Ich kann diese Gefühle nicht einfach abschalten. Bin mir zwar im Klaren, dass sie nicht will, liebe sie aber trotzdem. Bin halt trotzdem verliebt in die Frau. Was? Ablenken ist auch nicht das Wahre. Denn wohin das führt, habe ich ja jetzt gesehen. Ich verliere den Bezug zur Realität und pushe mich immer weiter rauf, bis es zu Regelverstößen kommt. Das will ich aber auf alle Fälle in Zukunft vermeiden. Darum habe ich mich entschlossen, das Feeling auszuleben und aufmerksam im Family-Leben teilzunehmen. In der kommenden Woche habe ich mein Elterngespräch und ich bin gespannt darauf, was da auf mich zukommt und froh, dass ich überhaupt noch eins machen darf. Das mit dem Feeling ausleben war natürlich gemeint, die Trauer und das Ganze einfach mal akzeptieren, dass es nichts wird und ja, ist halt ein ätzendes Gefühl. Es ist ja auch sehr ähnlich wie ein Heroinentzug, Liebeskummer, Heroinentzug ähneln sich in manchen Belangen. Nicht in allen natürlich, wenn man Liebeskummer hat, glaube ich, hat man jetzt extreme körperliche Schmerzen, aber dieses Downsein und so richtig Scheiße gehen, das hat man da auch. Und ungefähr auch dieselbe Dauer ist es auch. Also es ähnelt schon sehr. Und dann zum Liebeskummer noch jetzt eine Erkältung, Scheißerei wie nochmal was, Schweiß, Hitzewallungen und Kälteschübe und alles zusammen kommt, dann hat man ungefähr eine Ahnung, wie er so Heroinentzug ist. Nicht schön. Kann ich jetzt schon sagen, ist nicht schön. Alles klar, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch, was ich erzähle. Jetzt geht es ganz schön ins Detail. Dann einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten, aber dann einen Kommentar, warum. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Lasst ein Abo da. Bis dahin. Peace out.